Jugend und Finanzen erklärt. Was ist eine Genossenschaft? Tim und Anni haben eine Idee. Sie haben gehört, dass Produkte nachhaltig aus Kaffeesatz produziert werden können. Davon gibt es an ihrer Schule und in den umliegenden Cafés eine Menge. Statt den Kaffeesatz zu entsorgen, könnte er doch als Rohstoff für die Produktion von Skateboard-Decks dienen. Auf dem Schulhof erzählen Tim und Anni anderen Schülern von ihrer Geschäftsidee. Ihre Mitschüler sind begeistert und wollen die beiden unterstützen. Aber wie? Ihr Lehrer Herr Müller schlägt vor, eine Schülergenossenschaft zu gründen. Denn was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Die Idee, die dahinter steckt, in einer Gemeinschaft mehr zu erreichen und gemeinsam alle Kräfte zu bündeln, haben die beiden Reformer Hermann Schulze Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen schon vor mehr als 160 Jahren entwickelt. Tim fragt sich, ob das Modell einer solchen Genossenschaft noch zeitgemäß ist. Die tragenden Werte einer Genossenschaft sind Vertrauen, Transparenz, Verantwortung und Gemeinschaftlichkeit. Sie waren damals genauso bestimmend, wie sie es heute noch sind. Die Erwartung an Unternehmen, nachhaltig zu wirtschaften und solidarisch zu handeln, ist heute sogar größer denn je. Eine Genossenschaft wird von drei Prinzipien geprägt: Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung. Anni fragt sich, was das bedeutet. In einer Genossenschaft schließen sich die Mitglieder freiwillig zusammen, um gemeinsam mit ähnlichen Interessen zu wirtschaften. Dabei soll die wirtschaftliche Förderung aller Mitglieder aus eigener Kraft und nicht durch Unterstützung Dritter bzw. des Staates gelingen. Die Genossenschaft wird von Personen geführt, die selbst Mitglied der Genossenschaft sind. Um wirtschaftlich handlungsfähig zu sein, bekommt die Genossenschaft von ihren Mitgliedern Kapital zur Verfügung gestellt. Die grundsätzlichen Entscheidungen werden in der Generalversammlung der Mitglieder getroffen. Hier hat jedes Mitglied eine Stimme, unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung. Tim und Anni gefällt die Idee, dass jeder seine Stärken einbringen kann und dabei gleichberechtigt beteiligt ist. Aber ist die Unternehmensform einer Genossenschaft in jeder Branche möglich? Bisher hat Tim nur von einer Wohnungsgenossenschaft gehört. In so einer Genossenschaftswohnung lebt Tim mit seiner Familie. Doch Genossenschaften gibt es für alle möglichen Zwecke und in verschiedenen Branchen. Nicht nur im Wohnungsbau, sondern auch in der Landwirtschaft, dem Einzelhandel, der Werbung und natürlich im Bankwesen. Diese genossenschaftlichen Banken stehen Schülerfirmen oft bei der Gründung mit ihrem Know-how als Pate zur Seite. Das wollen Tim und Anni ausprobieren. Sie treffen Frau Meier von der Volksbank vor Ort. Sie ist begeistert von der Idee. Sie unterstützt die Schüler und liefert wertvolle Tipps, unter anderem zur Erstellung des Businessplans. In der Gründungsversammlung stimmen Tim und Anni mit allen weiteren Gründern über die Satzung ab, in der wesentliche Bestimmungen festgelegt werden. Herr Müller, andere Lehrer und viele Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen treten der jungen Gesellschaft als Mitglieder bei. Tim und Anni werden in den Vorstand gewählt und Frau Meier in den Aufsichtsrat. Mit dieser guten Vorbereitung und der Unterstützung der Mitglieder freuen sich Tim und Anni darauf, die Schülergenossenschaft Kaffeefahrt EG zu leiten und unternehmerisch Fahrt aufzunehmen. Du willst mehr über das Thema erfahren? Weitere Informationen findest du unter jugendundfinanzen.de, dem Schulserviceportal der Volksbanken und Raiffeisenbanken.